Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei BX Swiss TV. Die Woche am Schweizer Aktienmarkt ging vergleichsweise ruhig los. Das lag natürlich so ein wenig am Feiertag. Doch vor allem durch die Europawahl gab es an den europäischen Börsen durchaus ein wenig Bewegung, die auch den SMI nicht ganz unberührt ließen. Was sich genau tut am Schweizer Aktienmarkt, das wollen wir auch heute wieder klären mit David Kunz, Managing Director bei der BX Swiss. David, wie ist das aktuell am Schweizer Aktienmarkt? Wie bereits erwähnt, die Woche ging vergleichsweise ruhig los. Es war ein eher bewegungsarmer Handel. Jetzt, heute, geht es jedoch drastisch nach unten. Ja, du hast die zwei Hauptpunkte eigentlich schon angesagt. Zum einen ist es tendenziell immer sehr ruhig, wenn gerade die Märkte Übersee, USA und auch London einen Feiertag hatten. Das war gestern soweit. Und dann auch zusätzlich die europäischen Märkte und auch wir in der Schweiz morgen einen Feiertag haben, dann ist die Woche tendenziell immer etwas ruhiger an der Börse und es finden nicht so viele Umsätze statt. Das zweite Thema war dann auch sicher die fehlende Nachrichtenlage. Wir hatten keine Zahlen von größeren Unternehmen zu vermelden hier in der Schweiz und auch nicht in Europa. Und zusätzlich noch das Thema mit der Europawahl. Hier kann man vielleicht insbesondere Italien hervorheben, wo insbesondere die Liga Nord deutlich hinzugewonnen hat. Wenn in einem der größten europäischen Länder eine europakritische Partei so viel Stimmenzuwachs erhält, ist das meistens auch nicht förderlich für den Aktienmarkt. Und so sehen wir diese Woche, insbesondere auch heute, deutliche Abschläge. Zumindest aus dem europäischen Automobilsektor gibt es in diesen Tagen wieder ein paar Neuigkeiten. Fiat Chrysler will offenbar mit Renault fusionieren. Was hältst denn du von der ganzen Geschichte? Ja, genau. Am Wochenende und Anfang der Woche wurde bekannt, dass Fiat Chrysler und Renault in Gespräche eingestiegen sind und eine gemeinsame Fusion eruieren. Die beiden Unternehmen erhoffen sich dadurch rund 5 Milliarden Kostensenkungen. Und immer wenn es um Kostensenkungen geht, stehen natürlich auch die Entlassung von Mitarbeitern in einem Mittelpunkt. Und insofern wird es noch sehr spannend zu sehen, da der französische Staat mit 15% an Renault beteiligt ist, wie hier die Diskussionen weiterlaufen. Zusätzlich, gerade bei Renault muss man sagen, haben sie noch eine Überkreuzpartnerschaft und Kooperation mit Nissan. Und auch hier muss man sehen, wie diese in die Fusionsgespräche eingebunden werden und ob es dann für die große Hochzeit dann auch reichen wird. Bleiben wir im Automobilsektor, schauen jedoch in die USA. Tesla steht in diesen Tagen wieder verstärkt im Fokus vieler Anleger. Die Tesla-Aktie hat in den vergangenen Monaten doch drastisch nachgelassen, ist sogar zurück unter die Marke von 200 US-Dollar pro Anteilschein gefallen. Jetzt gibt es auch für Tesla einerseits Pleitegerüchte, andererseits Übernahmegerüchte. Was ist denn dran an den aktuellen Spekulationen? Ja, das ist auch immer ein schönes Spiel. Immer wenn negative Nachrichten von Tesla kommen, steht immer ein Gerücht im Raum, ob vielleicht tatsächlich Apple hier zuschlagen könnte. Du sagtest es schon, sie sind mittlerweile unter der Marke von 200 Dollar, notieren rund bei 190 Dollar. Und das heißt, sie haben im Jahresvergleich, also seit Anfang des Jahres, schon rund 40% an Wert verloren. Und dann kam diese Woche noch hinzu, dass ein Nachrichtenportal gemeldet hat, dass es ein internes Memo von Elon Musk wohl gibt, wo darauf hingewiesen wird, dass alle Ausgangsrechnungen nochmals geprüft werden müssen und die Barmittel wohl nur noch für die nächsten 10 Monate reichen. Wenn man die Übernahmegerichte dann und die beiden Firmen mal anschaut, muss man sagen, die Tesla wird derzeit mit rund 37 Milliarden bewertet und Apple hat im Gegenzug rund 160 Milliarden US-Dollar an Barreserven. Also falls was an den Gerüchten dran sein sollte, könnte das Apple sehr, sehr leicht stemmen. Aber auch hier, wie gesagt, dieses Gerücht kommt alle paar Monate oder alle paar Jahre auf. Auch hier müssen wir sehen, wie es weitergeht in den nächsten Wochen. Zumindest für kommenden Freitag hat Elon Musk in China noch eine kleine Überraschung angekündigt. Mal schauen, was am Freitag dann hier tatsächlich verkündet wird. Es bleibt also spannend. Vielen Dank für diese Einschätzung. David Kunz, Managing Director bei der BX Swiss. Vielen Dank. Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein. Hier
bei BX Swiss TV.